Ein Mythos von 3 Jahrzehnten bröckelt von der Safari. Hier könne man nur mit möglichst simplen Arbeitstieren gewinnen. Und plötzlich rollen da Geschäftslimousinen mit all ihrer Hightech-Intelligenz als Sieger zur Zielrampe. Aus einer Situation ohne Stress, man könne ja einmal in Ruhe ausprobieren, wie der 200er in Afrika zurechtkäme, erwächst völlig unvermittelt ein Meilenstein der Audi-Sportgeschichte. 2 Audi am Start, Mikola 1., Röhrl 2. Das heißt auch, 1. Audi-Sieg bei der Safari, 1. Sieg eines allradgetriebenen Autos.